Und dann, wumm, schieße ich mit dem Teppich empor zurück zur fliegenden Insel. Aber da war alles, ich weiß auch nicht, mädchenfiziert. Und dann, plötzlich, hat mir das Vieh eins über den Schädel gegeben. Bist du sicher, dass es sich so zugetragen hat? Ja, oder nein, das mit der Verwandlung war später. Aber ich wurde K.O. geschlagen, oder? Meine Erinnerungen sind bruchstückhaft, verschwommen. Moment, alles war verschwommen. Und dann habe ich mir gesagt, besuchst du mal deinen alten Freund, den roten Piraten. Du warst mir immer der Liebste. Und daran ändert auch nichts, dass dich unser Freund da drüben in Ketten herbringen musste. Kein Kopfgeldjäger kann mich fangen. Sasi konnte das nicht und der da auch nicht. Du bist hier. Und du warst gut verschnürt, als du ankamst. Ja, es war nur eine augenblickliche Unaufmerksamkeit meinerseits. Seit du mir damals die Mary gestohlen hast, wollte ich dich kriegen. Und der kleine Teufelskerl kriegt dich in ein paar Tagen. Guter Mann! Ich hab die Mary nicht gestohlen und sie hat mich nicht gekriegt. Ich bin gar nicht hier. Du hast so mehr viel schöne Sachen hier als wie vor früher. Meine magischen Artefakte sind meine, wie meine Kinder? Schätze sind viel wert und mächtig und schrecklich. Wo sind die ganzen Wachen hin? Sollte das hier nicht alles bewacht werden? Ach, was ist mit dem Artefakt des Schicksals? Das fehlt mir noch. Und ich will es haben. Ivo und der Erzmagier haben das Artefakt versteckt. Ich weiß nicht, wo es ist. Doch, du weißt es. Denn wenn nicht, dann könnte ich dich ja gleich von der Insel schmeißen lassen. Also schön, ich weiß es. Ich verrat's dir, wenn du mich gehen lässt. Mit 4 Kisten Gold. Ich hätte da einen Gegenvorschlag. Ich lass dich am Leben. Oder, nein, sagen wir, ich gestatte dir einen schnellen Tod, wenn du mir sagst, wo es ist. Wenn das dein bestes Angebot ist, ist es Zeit für eine schnelle Flucht. Ich schlage auch kleine Leute mit Brille. Am liebsten sogar. Also gut, du hast es nicht alles gewollt. So. Nimm das und sehen. Hast du genug? So. Ja. Nimm das und sehen. Hast du genug? Was ein Spaß! Endlich wieder was los hier! Ich bring ihn raus und halte seinen Kopf in kaltes Wasser. Vielleicht kann er dann wieder klar denken, innerhalb seiner Möglichkeiten. Das ist eine gute Idee. Wenn wir nüchtern sind, können wir wieder betrunken werden.
Lass mich. Ich kann schon mal rein. Was machst du denn? Du solltest doch nur so tun, als würdest du trinken. Der rote Pirat sollte einschlafen, wir hätten die Wachen überwältigt, uns die Lampe geschnappt und uns aus dem Staub gemacht. Das war der Plan. Plan, Schmarrn. Ich hab das gebraucht. Und außerdem, hast du dich hier mal umgesehen? Die ganze Insel ist wie ausgestorben. Keine Menschenseele hier. Nur der rote Pirat. Und dem fehlt jeden Tag eine Tasse mehr im Schrank. Und sein Kunstgeschmack lässt auch zu wünschen übrig. Da bist du ja. Komm, wir verschwinden hier. Hier stimmt was ganz und gar nicht. Auf zu Mary! Au. Horsut quello! Pulaptus brunsum! Nups, nups! Ella frico padawa! Salaro. Salaro, Bulak. Tokoluk. Bling, bling. Urenico. Malaka bum bum. El rato. Das da ist unprofessionell. Pura Lob. Ein abgehalfterter Pirat und sein Bettvorleger. Hätte es besser wissen müssen. Ex. Babulu. Ja, etwas stimmt nicht. Eine fliegende Insel, nur von Piraten bewohnt? Hier müsste das Leben pulsieren. Budalubut. Richtig. Stattdessen keine Menschenseele. Nur ein paar Tiere und hässliche Statuen. Waffeln? Nein, ich werde diese Insel nicht ohne die Beute verlassen. Ein Djinn, der einem 3 Wünsche erfüllen kann. Das ist fast so gut wie euer Artefakt des Schicksals. Waterjuk? Solange Nate nicht ansprechbar ist, können wir gar nichts machen, fürchte ich. Jukaluk, Bregol! Ihr habt Glück, dass die Mary angekettet ist und die alte Fregatte nur noch Nate gehorcht, seit er ihr mal das Leben gerettet hat. Sonst hätte ich mir längst die Lampe geschnappt und mich aus dem Staub gemacht. Sorg einfach dafür, dass Nate wieder zu sich kommt, okay?
Zing! Nicht, das ist meiner. Und er hat schon genug Schaden angerichtet. Entschuldigung. Luka, Luke, Bredon. Alle weg. Allein gelassen. Allein. Horschut, Quilla. Herr Bucker, oder cool? Mons, Fatz! Sieh doch! Look, what? Look, Mary! Look, what? Look, look, X! Muchito! Mary! Huh?
gibt es denn? Lass die Erdnüsse liegen, du hässlicher Vogel! Horfurt Quelle! Hokus Salara! Uladula A! Alarm! Was willst du? Ex! Hä? Katerkiller. Milch, Pfefferminze und Salz. Der schlimmste Albtraum eines Barkeepers vernichtet die Arbeit von Stunden in Sekunden. Guter Gedanke. Nix. Kein Problem. Juhu! Juka-Luk-Pregol! Sag Bescheid, wenn Nate wieder nüchtern ist. Luca. Was? Nicht wahr! Was zum... Schmeckt wie... Juhu! Und außerdem hat es all den schönen Alkohol vertrieben. Na endlich.
Können wir jetzt die Lampe holen? Wir sollten diesen Friedhof verlassen. Dort draußen gibt es andere Möglichkeiten, Ruhm und Gold zu finden. Wir sind wegen der magischen Lampe hier und werden diese Insel nur mit ihr verlassen. Sagt wer? Die hier. Hier ist was faul, merkst du das nicht? Die Lampe ist es nicht wert. Eine Lampe mit einem Djinn, der einem 3 Wünsche erfüllt? Die ist so ziemlich alles wert. Außerdem brauchen wir sie, um von dieser Insel zu kommen. Wieso? Der rote Pirat hat die Mary mit einem magischen Schloss angekettet. Nur er kann es öffnen. Oder ein mächtiger Zauber. Ich gehe mal davon aus, du willst die Mary nicht hier zurücklassen. Mir wird schon etwas anderes einfallen. Ein Wunsch für dich, einer für mich. Und den dritten verkaufen wir meistbietend. So war es abgemacht. Wenn wir jetzt einen Wunsch für die Befreiung der Mary ausgeben... Bleibt immer noch ein Wunsch für mich und einer zum Verkaufen. Wo ist das Problem? Aber... Mir ist egal, was du mit deinem Wunsch anstellst. Befreie die Mary oder lass sie hier. Reizend. Cooler Anzug. Selbst gebastelt? Du verstehst nichts von Technik, ich nichts von Smalltalk. Lassen wir es. Also schön, wie sieht unser Plan nochmal aus? Du wolltest den roten Piraten und die Wache im Palast ausschalten. Check. Naja, bis auf den Affen. Sobald der Affe keine Probleme mehr macht, komme ich rein und hol die Lampe. Und du kommst tatsächlich durch die Kristallkuppel, ohne dass der Rote was merkt? Schnell und leise. Kein Problem. Er hat einige wirklich mächtige Artefakte da drin. Wenn er uns erwischt... Kümmere dich um den Affen. Ich kümmere mich um den Rest. Halt mich doch nicht die ganze Zeit von der Arbeit ab, altes Plappermaul. Diese Stadt war lange das Herz des Piratentums von Aventasien, zumindest der fliegenden Piraten. Jeder Stein, jeder Nagel, alles von fleißigen Piraten irgendwo geklaut. Unheimlich. Sie sehen so echt aus. Ein Wassertrog ist keine so angenehme Schlafstelle für Betrunkene, wie man annehmen sollte. Aber was soll man machen? Traditionen wollen gepflegt werden. Zuerst dachte ich, vielleicht sind es neue Stücke für die Sammlung des Roten Piraten. Aber dann hätte er sie bestimmt in seinem Palast und nicht hier draußen. Eigentlich stehe ich auf Kokosmilch. Aber nach dem Drink vom Vieh würde ich sie momentan nicht mal aus dem Bauchnabel von... Ich will keine Kokosmilch. Hey, Partner. Was immer du mir da eingeflößt hast, es hat funktioniert. So nüchtern war ich seit Wochen nicht mehr. Das war kein Kompliment. Jetzt ist Teamwork gefragt, Fee. Nur wenn wir zusammenarbeiten, kommen wir an die Lampe und können diese Insel verlassen. Du lenkst jemanden ab, ich hau ihm eins über den Schädel. Jemand schießt auf mich, du springst dazwischen. Du weißt schon, Teamwork. Gut so, oder, Luca? Bis später, Fee. Luca, Luke, Bregal. Ich und der Kurze da drüben waren uns ziemlich sicher, dass der Rote mir nichts antun würde. Zumindest vorerst. Er ist ein Spieler und Sammler und er mag es zu gewinnen. Er hätte seinen Sieg erstmal ausgekostet. Und bevor er mich als Warnung hingerichtet hätte, wären wir längst mit der Lampe verschwunden gewesen. Ich weiß nicht mal, wie der Gnom heißt. Hab ihn in einem Gasthaus in Bonzing getroffen und von der Lampe erzählt. Hat einige gute Tricks auf Lager. Wenn er sagt, er kann eine Kristallkuppel schnell und ohne Geräusche öffnen, dann glaube ich ihm das. Wir, die Piraten der Pirateninsel, fordern, dass dieser Kopf sofort von unserer Insel verschwindet. Gezeichnet XXX, XXX, XXX und so weiter.
Ich habe den roten Piraten nach den Statuen gefragt. Er ist mir ausgewichen und hat die nächste Runde bestellt. Niemand weiß genau, warum diese Insel fliegt. Die meisten vermuten ein missglücktes magisches Experiment oder ein Scherz der Götter dahinter. So oder so, es war das perfekte Versteck für Luftpiraten. Das Piratenleben ist nicht mehr das, was es mal war. Man muss sich um alternative Einnahmequellen bemühen. Klingeltöne, Kaffeefahrten, Merchandising, solche Sachen. Hallo? Die kleine Decke, auf der dieser schräge Vogel gerne sitzt. Das sieht vielversprechend aus. Gute Nacht. Der schräge Vogel scheint ganz friedlich zu sein. Vermutlich hat er seine Niederlage akzeptiert. Oder er ist eingeschlafen. Hallo Mary. Jetzt müssen wir dich nur noch da rauskriegen. Das ist mein Job. Richtig. Wie lange brauchst du? Ich könnte inzwischen... Was wolltest du sagen? Und das ist der Grund, warum man immer einen zuverlässigen Partner haben sollte. Eine Kleinigkeit. Oh, ich habe nicht mit dir gesprochen. Jetzt aber raus hier. Mach dich auf eine Show gefasst, Vieh.
hallo. Oh, du bist ein Neuer. Tata! Was? Solltest du nicht eine große Show abziehen? Tata! Oh Mann. Ich dachte immer, Djinns seien gottähnliche Supermagier mit gesundem Ego. Oh ja, sie sind toll. Aber bist du nicht auch ein Djinn? Oh, nun ja, das stimmt natürlich. Also nicht, dass du nicht toll bist. Ich dachte nur, du wärst größer. Meine Brüder sind alle größer. Sie dienen den mächtigsten Herrschern überall im Universum. Mich haben sie hierher geschickt zum Üben. Sie meinten, in dieser seltsamen Welt fällt es nicht so auf, wenn ich Mist baue. Mein Name ist Nate. Du kannst mich Meister Nate nennen. Wie ist dein Name? Benjamin Ben Nabil Tafik Ben Ikrem Kamil Ben Abbas Ibn Hatschi. Ich nenne dich Benny. Als Djinn musst du mir 3 Wünsche erfüllen, oder? Natürlich, klar. Aber? Es wäre schön, wenn, nun ja, könnten wir uns vielleicht auf 3 kleine Wünsche einigen. Du meinst, wenn ich mein eigenes Königreich mit unermesslichen Reichtümern haben will, darf es nur ein kleines Königreich sein? Unermessliche Reichtümer? Ich könnte vielleicht eine Münze... Eine Münze? Ich will eine Elfenprinzessin beeindrucken. Meinst du, ich kann das mit einer Münze? Ich bin nun mal nicht so gut im Zaubern. Nicht so gut im... Ganz ruhig. Alles zu seiner Zeit. Fangen wir klein an. Öffne das da. Oh. Oh? Das ist nicht so ganz einfach. Nicht ganz einfach? Bitte nicht unter Druck setzen. Ich mag es nicht, wenn man mit mir schimpft. Konzentriere dich und öffne das Ding. Das ist mein Wunsch. Ah, also gut. Ich hab's geschafft. Alarm, hast du Alarm, das gesehen? Das Schloss? Du solltest das Schloss öffnen. Das ist ein magisches Schloss. Das kann ich nicht. Benny, sofort! Aber wenn ich was falsch mache? Benny, wütender Pirat und wütender Kopfgeldjäger! Am Ende schimpfst du sicher wieder. Keine Zeit für Diskussion. Du öffnest das Schloss jetzt! Ist das dein zweiter Wunsch? Mein zweiter... Ja, das ist mein zweiter Wunsch. Lass alles raus, Benny. Du gegen das Schloss. Also gut. Ich kann das erklären. Die Lampe gehört mir. Oh, da können wir gerne drüber reden. Oh oh. Oh oh? Keine Bewegung! Ich wünschte, ich könnte der Aufforderung nachkommen, wirklich!